Aufnahme läuft. Herzlich willkommen, ihr Kniften da draußen, zu einer weiteren Aufgabe. Ich hab Durst. Oh nein, kennt ihr das, wenn das in Dosen... Ah, nee, geht. So, herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Skyrim. Ich lade gerade den Stand. Wie ihr seht, bin ich jetzt heute hier oben rechts. Läuft aber, ne? Ja, läuft. Bin ich hier oben rechts, oh, das wollte ich gar nicht aktivieren. So. Ich habe mal das kleinere Headset aufgesetzt, weil ich das vor kurzem mit einer Aufnahme zusammen mit dem Halunken, rausgekarrt habe. Und ich fand das eigentlich sehr angenehm. Wir müssen davon so viel wie möglich verkaufen und so schnell wie möglich. Das sagt ihr immer. Weil das immer die Wahrheit ist. Seid ihr Brot und Eintopf leid? Ich habe nichts getan. Dann verwöhnt euch. Und dabei wollte ich euch wieder Kohl mit Apfel servieren. Ja, meine kleine Fee. Wir können in der Taverne zu Abend essen. Hurra! Dann werde ich. Na, wie läuft heute die Bettelei? Ja, ja, verspottet den Dorfbettler ruhig. Fasst das bitte nicht falsch auf. Aber ihr seht ein wenig krank aus. Warum das denn? Dann beeilt euch. Ich will nicht, dass ihr mit eurem Gestank meine Kunden vertreibt. Ey, sei nicht so frech. Die Götter sind denen hold, die Nächstenliebe zeigen. Vergesst das nie. So. Was also, benötigt ihr, mein Freund? Sie hat nicht viel Kohle, ne? Für manche ist es Ramsch. Für mich sind es Schätze. Mhm. Dann will ich doch mal gucken, ob ich dir die Kohle abluchsen kann. Also die hat echt keine Kohle und die möchte mit ihrem Kind essen gehen. Na, kann ich doch mal hier. Komm her. Ja. Die paar Tomaten. Ja. Komm. 400 Tacken, alte Scheiße. Vergesst nicht, täglich frisches Obst und Gemüse zu essen. Was? Warum schaut er mich so an? Ja, dieser Heimskrister verrückt. Er und sein Gerede über Talos. Warum kann er nicht einfach die Klappe halten? Die besten Stücke aus frisch erlebten. Seid ihr immer betrunken? Das nur mir ginge, ja. Aber verdammt, ich bin so gut wie nüchtern. Hey, in der beflackten Meere gibt es eine Flasche argonisches Bier. Das gute Zeug. Bringt sie mir. Die werden das nicht mal bemerken. Kommt schon. Dann haben wir nichts mehr miteinander zu bereden. Oh. Dann machen wir mal. Mir ginge, aber verdammt, ich... Hey. Ja. In der beflackten Meere gibt es ein argonisches Bier. Ich kann es fast schon schmecken. Oh, vielen Dank. Mögen die Göttlichen euer gütiges Herz segnen. Alles klar. Ich bin nämlich wieder in der Stadt. Warum weiß ich jetzt selber nicht. Eigentlich wollte ich ja hier hinten hin. Das ist ja auch mein Ziel. Das heißt, wir haben jetzt dieses mit dem argonischen Bier. Das haben wir jetzt einfach mal mit dazu genommen. Wir wollen aber weiterhin den Edelstein schätzen. Da ist es, glaube ich, stehen geblieben. Ich bin nur in der Stadt, weil ich Halunke was gezeigt habe. Das weiß ich noch. Der war bei mir. Und dann habe ich ihm das gezeigt hier bei Skyrim. So, jetzt muss ich mal kurz gucken. Sinnvoller wäre es ja zurückzulaufen. Ja? Nee, den Weg zurück. Also hier lang. Und warum sehe ich krank aus? Oh, ich habe eine Stufe, sehe ich gerade. Ja. Hm. Gesundheit. Das ist mir am wichtigsten. Das ist bei Redekunst, warum ist das grün? Einkaufspreise sind um 10% niedriger, Verkaufspreise um 10% höher. Hm. Verführen. Du kannst Wachen bestechen, damit sie Verbrechen ignorieren. Hm. Nicht verkehrt. Ja, aber ich habe nur ein Talent zu verbessern. Ich brauche den Punkt. Und zwar bei, hier. Wo ist es denn?
Nicht Schmiedekunst, Blocken, Zweihänder, Einhänder, Schießkunst. Das will ich erst fertig kriegen. Erfordert 40. Und ich habe Schießkunst 25. Mhm. 10%. Ja, los, komm. Bringt ja was, dass dann später mal alles umsonst ist. So. Ich habe übrigens die Skins. Also da ist jetzt auch ein Mod drin für die Skins. Mal raus hier. Oh, er hängt. Ein Skin-Mod ist drin, dass die ein bisschen besser aussehen. Er kann schon nicht mehr. So, wir können aber mal gucken, ob der Bogen jetzt stark genug ist, den ich habe. Treffen wäre geil. Ach du Arsch. So, mal hier rüber. Schneller schwimmen geht nicht, ja? Wie geil das Geweih da übers Meer fließt, schwimmt. So, was ist das da drüben? So, weiter, weiter, weiter. Huch, sieht das so komisch aus. Da geht's wohl nicht hoch. So, was machen die hier? Man muss sich mal zwischendurch mit anderen Leuten unterhalten. Ich bringe euch unter die Erde. Hey, ich hab doch gar nichts gemacht. Bitte, bringt mich nicht um. Ich hab dem gar nichts getan gehabt und der sofort voll auf Krawall und so. Oh, was haben sie denn da? War das deren Boot? Salz. Gibt's hier umsonst. Die hier hinten interessiert mich nicht. Ist das deren Lager? Kohl. Eine Truhe, die leer ist. Notizen. Geht zur Insel, die sich in der Nähe des Seeufers befindet, sucht nach dem Ort, wo einst ein großer Baum stand. Dort habe ich ihn vergraben. Ich habe keine Schaufel. Also irgendwas wurde da vergraben, aber eine Schaufel fehlt dafür. Wenn ich das richtig sehe. Muss ich mir mal merken, aber ob ich mir das merken kann. Wo schießt du denn hin, Troller? Jetzt bezahlt ihr. Ihr werdet noch heute sterben. So. Eisenschwert, Eisendolch. Hat keiner von euch eine Schaufel dabei? Nest der Schlachtfischeier. Okay. Hatte der andere Typ eine Schaufel dabei, den ich gekillt habe? Würde ja Sinn machen. Hattest du eine Schaufel dabei? Nee. Also hier ist irgendwas vergraben. Das haben wir jetzt herausgefunden. Mora Tapila, keine Ahnung was. Weißkappe. Okay, also hier muss irgendwas vergraben sein. Das müssen wir uns merken. Aber die haben mich ja auch einfach angegriffen. Die wollten doch nur gucken, was abgeht. Ja, ich weiß, ich muss da hinten weiter. Mich interessiert nur mal hier diese leerstehende Hütte. Es sieht selbst nachts, sieht das mega geil aus. Nilheim entdeckt. Aha. Nilheim.
Warte mal, Nilheim war irgendwo schon mal ein Begriff. Reden. Sagt nichts. Die Axt. Die pennt. 35 Gold. Ja. Oh cool, 64 Gold, da habe ich fast das Geld wieder drin, was ich der Frode gegeben habe. Da gibt es gar nichts zu klauen. Der Sack ist leer. Können wir uns auch verpissen. Was auch immer hier in Nilheim ist. Oh, was ist denn da unten? Hier gibt es nichts zu finden. Ja. Hier war auch nichts, also kann man weg hier. So. Das ist schön. Der Wasserfall fetzt. Sollte man nicht runterhüpfen? Jetzt sollte man mal zwischenspeichern. Windhelm, wo muss ich hin? Wie heißt das? Rifton. Aber Rifton geht da lang. Tja, was ist denn hier los? Ihr seht nicht sonderlich gut aus. Ist alles in Ordnung? Sind Sie fort? Banditen haben mich angegriffen und meinen Wagen geplündert. Ah. Könnt ihr mir helfen? Klar. Mein Lager ist in der Nähe, in den Ruinen von Nilheim. Wenn ihr mich sicher dorthin bringt, erhaltet ihr eine Belohnung. So, nur hier rüber. Da hoch. Es ist gleich dort, über die Brücke und den Hügel. Warum sagen die alle, dass ich nicht gut aussehe? Kann es sein? Wo ist denn das Essen? Wie ich mal was essen sollte. Einfach nur, ne, ein Apfel am Tag. Wir sind bald da. Ich kann das Lager schon sehen. Wartet hier. Ich hole eben eure Belohnung. Ist das aber eine Wir Überraschung? Haben euch eine schlechte Zeit zum Verlauf ausgesucht. Oh, kommt genug. Das reicht. Flammen. Ah, wieder bis alle Tröte euch die Götter verdammt. Das war gar nicht. Ist das alles, was ihr könnt? Vergesst an zu heulen. Die Axt. Niemand schlägt von euch gegen mich zu kämpfen. Ja! Ich ergebe. Ihr habt gewonnen. Ich ergebe mich. Genug! Ich ergebe mich. Na, kommt her. Genug! Ja, selbst schuld. Das wurde zensiert. Oh. Gold, Stahlkriegshammer. Was haben wir hier?
Irgendwelche Schuppen, Lederstreifen. Tja, ihr musstet mich hier angreifen. Dämlichen Penner. Ein Drosselei? Keine Ahnung. Das soll es gewesen sein, ne? Entschuldigt. Hier da oben ist noch irgendwer. Ihr könnt euch nicht ewig vor mir verstecken. Ich verstecke mich gar nicht. Komm raus, Frodo. Hab euch. Ich bring euch um, wenn ich es muss. Ja, dann komm doch her. Du bist sicher noch hier oben drin, ne? Hm? Ja. Wir sind verloren. Rückzug! Ja! Genug! Ja. Ihr habt gewonnen. Ihr werdet nicht die Oberhand gewinnen. Finish him. Hör. Gold. Ja, dumm, ne, von denen. Also ich hätte die vorher alle schon abmetzen können, als sie hier gepennt haben. Und da war ich denen ja komischerweise vollkommen egal. Aber wer mich so reinlegen will... Tja, selbst schuld. Da liegt noch einer. Und ich wollte auch erst gucken. Da haben die mich aber ganz schön gelinkt. Ja. So. Aber der Trick mit dem Wagen hier ist gut. Bügeleisen dabei. Ein Sack mit paar in Karotten. So. Ich weiß nicht, warum die sagen, ich sehe komisch aus. So, wir sollen ja dieser Fährte hier folgen. Huch. Oh. Cool. Deer Hunter. Mehr Fuchsi. Nur den Eisenpfeil. Es ging mir nur um das Erlebnis. Was bist du denn für einer? Was ist denn dein Scheißproblem? Was habe ich dir denn getan? Hexen, Rabenklaue. Nehmen wir alles mit. Rüstung 49. Sind die alle gleich stark wie das, was ich habe? Hm. 49, ja. Deswegen wird hier auch nichts angezeigt. Gut, der Dolch ist halt irgendwas Cooles hier. Ich weiß nicht, wofür immer dieses Zeichen da hinten steht. Aber unten tut sich nichts. Huch. Wie lange warten? Warum denn warten? Was habe ich denn gerade gedrückt? AT für Time. Kann man einfach die Zeit runterlaufen lassen, das ist ja auch cool. Na, dann will ich wissen, was hier oben ist. Bei der Mühle. Kaiserlichen glauben, dass wir gesetzlose Bestien sind. Dabei bin ich das personifizierte Gegenbeispiel. Fühlt sich schwerer, während die Sonne aufgeht? Missachtet das Gesetz und ihr missachtet mich. Was ist denn los? Was wollt ihr, Rotwardone? Ärger oder so? Werde ich langsam Vampir?
leuchtet hier voll? Ah, hier ist irgendein Fliegevieh. Was passiert mit meinem Charakter? Die Wache wird vielleicht nervös. Ich habe genug von euch. Das war gar nichts. Ja, dann kriegst du noch ein paar Flammen. Gnade! Kaputt. Oh ja, nur mehr Knack, 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 Bomben. Der ging mir einfach nur so auf den Sack, aber bin ich ein Vampir? Wenn ich auf einmal, du fühlst dich schwächer, wenn die Sonne aufgeht? Verdammte Scheiße, was ist hier los? Easy. Und ich hab's noch nicht mal gehört. Was ist hier los, Leute? Was ist mit meinem Charakter? Kochen will ich nichts. Nichts Besonderes. Ihr habt hier nichts verloren. Ist mir doch egal. Ist da jemand? Ich werde euch... Oh, alte Bruder. So, jetzt noch ein paar Flammen dahinter. Verdammt, sterb endlich! Dietrich, Gold. Backkartoffeln, eigentlich sind es gerade voll die Bratkartoffeln. Der Ring hat Wert, das nicht, das auch nicht. So, kann ich jetzt mal weiter gucken, was du hier so hast? Ich brauche doch nur Kohle. Ich weiß gerade nicht, was ich mir hier versauere dadurch, dass ich sie kille. Aber das sind hier so Magiertanten. Wahrscheinlich kann ich die eine gar nicht töten, deswegen... Huch. Giftrezepte, Gift der Lähmung. Aha, danke. Und da gibt's noch eins. Zaubertrank, Gesundheit wiederherstellen. Kobold, Schimmel und Weizen. Oder Schemel. Schreibfeder, braucht doch kein Mensch. Ich brauche 5000 Tacken, das ist alles. Oh ja, ist richtig. Mich betrifft ihr nicht. So, nur noch mal Flammen hinterher. Ich bin gerade... Geht auf, solange ihr noch könnt. Was ist mein scheiß Problem, du Wichser? Aber töten kann ich sie nicht. Ich wette, sie ist noch ein wichtiger Charakter. So, wir sollten schnell verschwinden. Troller. Ah, hier ist noch eine Truhe. Irgendwo noch Kohle. Na geht doch. So, jetzt hauen wir ab. Tschüssi. Danke für die Gastfreundschaft und so. Alter, was ist denn hier passiert? Mit euch kämpfe ich bis zum bitteren Ende. Boah, du bist ja immer noch da. Mächtig viel vor. Ich komm, wir hauen ab. Komm, wir hauen ab. Genug geklaut. Scheiße. Keine Ahnung, was das ist. Wir hauen ab. Komm, wir gehen. Die Wache haben wir auch schon gelegt. Gerade eine Erinnerung am Handy angegangen. Aber nichts Wichtiges. Gehen wir hier oben durch den Wald. Obwohl, auf den Wegen ist cooler, ne? Was, sie kommt hinterher.
Ich weiß nicht, was hier los ist. Ich muss hier weg. Cool, wo sind wir denn hier? Okay, es werden schon wieder Feinde angezeigt. Oh, das ist ein Bandit. Okay, dann verstehe ich, dass das Feinde angezeigt werden. So. Gold. Wir machen einfach alle platt, die uns angreifen. Das ist so anstrengend, mit denen zu kommunizieren. Es ist einfacher, denen einfach mal ein bisschen Flammen um die Fresse zu hauen. Trevas Wacht entdeckt. Das ist nicht das, wo ich hin musste, ne? Nein, nur ein gutes Stück. Aber wir machen so viel Stress unterwegs. Ach, die nächste platt. Ah, wie komme ich denn da am besten hin? Am besten mal rumlaufen. Ich bin schon relativ stark mit den Flammen, also habe ich das Gefühl. Gegen Kobold oder so einen Scheiß komme ich natürlich noch nicht an. Da komme ich nicht hoch. Einfach hier vorne anklopfen. Fragen, ob man rein darf. Nee. Hm. Das ist echt krass. Nee, da komme ich auch nicht hoch. Hier? Auch nicht. Hm. Doof. Huch. Der Ast hier sah echt bedrohlich aus. Hm. Nee, hier komme ich auch nicht hoch. Hm, das ist ja doof. Richtig doof. Ja, hier kommen wir hoch. Ja, ja, hier. Und jetzt bin ich drin. So, was haben die denn hier so schönes Gold? Ich raub die aus, während die mit mir kämpfen wollen. Das ist witzig. Zeig euch, wozu ein echter Ork imstande ist. Ja, guck mal, ja, Rocky. Ja, zu nichts, wie es aussieht. So, du hast nämlich auch Gold dabei, aber nichts Besonderes. Ja, wo seid ihr denn? Ist das alles, was... Reicht doch. Mehr muss ich doch gar nicht können. Ich muss Feuer echt ein bisschen stärker machen. Gold. Na, kriegen wir meine 5000 bald mal zusammen. Ich will mein Haus. Ah, hier kann man einen Schalter ziehen. Dann ist das Tor auf. So, jetzt gehen wir noch zum letzten. Schönen guten Tag. Vendetta mein Name. Ich bin hier, um ihre Burg zu übernehmen. Ja, aber... Oh, der verträgt aber auch. Guckt euch das an, ey. Ja, dann kriegst du nochmal hier die Axt vom Weißlauf in die Fresse. Und... Der ist ein bisschen spät umgefallen. 12. Ein paar Pfeile. Oh, langsam wird mein Tragedings schlecht. Ja, das war's wohl, hä? Jetzt stecke ich fest. Oh, oh, oh. Hier auf dem Messer schneide. So. Da kommt meine Frode. Hallo, Frode. Ja, ich bin hier schon fertig. Wir können weiter. Entschuldigung. Ich habe einfach mal die Borg übernommen. Ratzfatz. Kenne ich ja nix. Ich brauche mal einen Schluck. Hm. Ah, ist noch ein gutes Stück, ne? Wenn ich jetzt ein Boot hätte. Hm, hm, hm. Oh, kleinen Moment. Das nervt immer so. Kennt ihr das, wenn ihr so eine Dings hier, so ein E-Mail oder irgendwas kriegt und euer Handy blinkt die ganze Zeit? Das ist ätzend. Hier vorne qualmt was. Seid ihr hier, um zu helfen? Was ist hier los? Was ist hier los? Endlich ist Verstärkung eingetroffen. Ich hatte aber mit mehr gerechnet. Hoffentlich seid ihr gut. Hm. Geht so. Wir sind in den Krieg gezogen. Da sind diese Dreckskerle aufgetaucht und haben die Festung eingenommen. Meine Familie ist da. Hab ich doch schon. Gut möglich, dass Brurid dahinter steckt.
Zwischen uns herrscht seit dem Tod des Königs böses Blut. Böses Blut. Aber in mein Heim einzudringen und meine Familie zu entführen. Ist es jetzt übrigens besser hier mit dem Bild? Für einen Söldner stellt ihr aber viele Fragen. Geht einfach da rein und öffnet das Tor. Sobald das erledigt ist, werden wir euch unterstützen. Na los. Ich mache. Ich würde euch gerne mehr Hilfe anbieten, aber unser letzter Angriff missglückte. Jetzt sind nur noch wir übrig. Viel Glück. Danke. Verschaffe dir über die Hintertür Zutritt zur Treverswache. Das ist doch das hier, was ich hier auch gemacht habe. Oder nicht? Hebel zu. Hebel aktivieren. So. Nein, das ist falsch, wie es aussieht. Journal. Ja, ja. Das hier deaktivieren gerade. Das auch deaktivieren. Hallo? Mal geht's nicht. So. Oh, da bin ich falsch. Ich muss wo ganz anders hin. Also geht es gar nicht hier um diese Burg, aber hier habe ich doch gerade aufgemacht. Ach, hier gibt es eine Hintertür. Oh, okay, wir müssen uns erst durchkämpfen, obwohl ich das Tor schon auf habe. Naja, gut. Ist da jemand? Das war falsch. Ich wollte eigentlich nur auf die Flammen, danke. Oder hält uns das aus? Alte Scheiße. Das steckt gut ein. So, was hatte der? Gold. Ich kann es gar nicht, da seid ihr zum Sterben bereit? Ihr gewinnt nicht still! Ihr habt gewonnen! So, jetzt nehmen wir die Flammen. Ich erkenne. So. Gold, Eisendolch, ey, alle nur Scheiße. Oh. Nee, das kann ich wiederum nicht nehmen. Es ist noch nicht vorbei. Na, nun stirb. Seid ihr zum Sterben bereit? So. Wieder Gold, ein Dietrich, das ist alles ganz cool, aber ey, diese ganze Scheiße hier, die bringt doch nichts. Dietrich, Gold. Langsam wird es echt knapp mit dem, was ich trage. Ich sag's immer wieder. Gold. Nein, warum bringt mir nichts? Oh, hier gibt es noch coole Smaragde. Aber ich weiß immer noch nicht, was ich mit den Seelensteinen mache. Außerdem mal Gold mitnehmen. Die hatte ich gerade durchsuchen. Das war doch die. Nee. Zaubertrank. Oh, jetzt bin ich langsam voll. Nur 50, das bringt nichts. Oh, 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 ich bin voll, ich bin voll, ich bin voll. So, bei euch hier war ich schon. Schlagende Rüstung. Das sah gerade aus wie ein Oktopus auf einer Seite. Ich muss was wegschmeißen. Eisenerz. Ein Hammer. Das ist ja der Hammer. So, ich muss was wegwerfen. Ja, ich kann nämlich nicht mehr so schnell. Objekte. Inventar. So. Sonstiges. Erstmal kurz gucken, was für ein Blödsinn wir hier haben. Hier Eimer. Ah, Mann, das hinsetzen hier. Fallen lassen. Fallen lassen. Nein, die Flöte nehme ich mit. Holzkelle braucht keiner. Das brauche ich auch nicht. Schale brauche ich nicht.
Korb brauche ich nicht. Das Glas habe ich, weil es cool ist. Teller. Ich habe schon wieder drei Platz, aber das ist noch nicht ausreichend. Kleidung. Es nimmt alles super wenig Gewicht weg, außer halt meine Rüstung, ne? Ist klar, aber habe ich noch irgendeine Waffe eingesteckt, die ich gar nicht wollte? Hier, das zum Beispiel. Jagdbogen der Müdigkeit. Und ich habe gerade den Tickern weg. Langbogen auch. Den Elfenbogen mit 20 Schaden. Den sollte ich noch verkaufen, den. Der Müdigkeit, bla. Trollschädel, die braucht man sicher alle. So, jetzt nehmen wir hier noch ein bisschen was zu trinken mit. Mal alles verticken. Zuck, zuck, zuck. Oh. Das sind sicher die Leute, die Familie haben. Haben sie die gekillt, hä? Ja, eigentlich ja ganz easy, ne? Ach ne, ist noch gar nicht gewesen. Oh, nicht aufgepasst. So wie zu easy. Sollte er so einzeln schlagen. Das ist viel, viel sinnvoller. Wo hat der sich denn das hier alles hingesteckt? Ist hier noch einer gestorben? Ja, da. Sind beide gleich tot. Anstatt immer so voll drauf zu halten. Hat man ja gerade gesehen, das macht Tornista. Jo. Ne, so einzelne Schüsse machen mehr Sinn. Keine Sekunde verbringe ich mehr in diesem stinkenden Kerker. Hier drüben! Ich dachte, ja. Tja, danke dir. Gold. Bogen. Oh, hier gibt es wieder Bücher, die sind, ne, die sollte ich alle wieder mitnehmen. Einfach nur, damit ich sie gelesen habe. Und damit ich dann halt, wenn ich mein Haus habe, es voll abgeht und ich sagen kann, ey, ich bin so gelehrt, ey. Ihr seid tot. Oh nein, ich bin schon wieder so voll. Rüstung, aber da sind wieder Bücher. So. Wow, 109. 49. Die Mucke geht gerade voll ab im Hintergrund. Was soll denn das? Ah, jetzt habe ich meine wieder angezündet. Ah, jetzt habe ich keine Magie mehr. Ich muss was loswerden. Es tut mir leid, also zurzeit ist es ja relativ easy hier. 116, was kann ich denn loswerden? Komm, ein bisschen was. Was essen. So. Danke. Na, hatte der auch nicht.
Die hätte wenigstens nochmal Gold, einen Stein, Silberbarren und Wein. Ey, was ich trinken muss, damit ich hier wieder raus kann. Ich muss den ganzen Scheiß verkaufen. Unbedingt. Aha. Nochmal ein Buch. Eine Kiste. Oh, ich will doch, brauche doch nur... Oh, Dietrich ist gut. Kommode. Macht keinen Sinn. Und der Schrank. Und es macht auch keinen Sinn. Irgendwas, was auf dem Schrank liegt. Irgendwas, was ich übersehen habe. Das coole Geweih hier zum Beispiel. Na. Kerzen sind an. Brauche ich nicht anzünden. Alles gut. Ja. Von hier bin ich gekommen. Achso, da geht es nochmal weiter. Nee, das war Ziegenkäse. Oder irgendwie sowas. Oh nein, ich habe schon wieder zu viel. Wir machen das jetzt anders. Ich schmeiße meine Bücher hier raus. Nein, 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 nein. So, wo bist du? Ich gebe euch Deckung. Ihr müsst was für mich tun. Na schön. Was denn? Ja, komm. Was braucht ihr? Gut, verstanden. Gut, verstanden. Gut, verstanden. Gut, verstanden. Na los, weiter. Gut, verstanden. Gut, verstanden. Gut, verstanden. Gut, verstanden. Gut, verstanden. Ja, das auch. Gut, verstanden. Gut. Oh. Gut, verstanden. Gut, verstanden. Pack's ein. Pack's ein. Los, Fräulein. Gut, verstanden. Gut, verstanden. Gut, verstanden. Gut, verstanden. Gut, verstanden. So. Das habe ich jetzt wieder an Gewicht. Okay, perfekt. Du hast die Bücher, Alter. Alte. Schon diese ganzen Gegner gerade zu mir gekommen. Das wäre doch hier optimal für ohne Ende Gegner, dass die hier rumrennen können. Das ist so ruhig hier. Links ist nichts. Gehen wir rechts weiter. Ihr hättet nie herkommen sollen. Das war schon. Oh, hier brennt's. Ich sehe nichts. Na, danke. So, keine Kohle. Bisschen Kohle und wieder ein Dietrich. Also es ist ganz gut, diese Banditenlager zu räumen. Denn hier bekommt man echt ohne Ende Dietriche. 11 Uhr. Oder 11 Uhr. Hier ist auch nichts mehr. Gut, verstanden. Auch komisch, dass sie hier in der Küche so abhängen. Ah, hier ist noch eine Truhe. Gold. Orchalube, keine Ahnung was. Ah, verkaufen wir auch kein Mensch. Ich merke gerade, dass meine Augen ganz schön angestrengt sind heute. Ich habe eine Grippeschutzimpfung gekriegt und es ist echt witzig, dass man so ein bisschen in Mitleidenschaft gezogen wird, obwohl man ja was kriegt, damit man halt nicht in Mitleidenschaft gezogen wird. Also, wisst ihr, was ich meine? Und ich habe echt gemerkt, dass es mir danach ein bisschen schlechter ging. Also, jetzt so im Laufe des Tages. So, dann gehen wir mal hier. Okay. Komm schon. Oh, das war dumm.
Fick dich. Alter, komm. Konzentration. Geldbeutel. Biene, nehmen wir mit. Blauer Schmetterling, warum nicht? Leerer Schrank ist, wie der Name sagt, leer. Und die Truhe. Den kleinen Zaubertrank auch noch mitnehmen. Tja, das war's hier. Ich dachte eigentlich, ich müsste jetzt durch diese Tür. Oder war das nur hier die Abzweigung, die wir gerade gewählt haben? Ich muss mich nochmal anders hinsetzen hier. Ah, ich schlafe die Beine ein. Oh. Kleinen Moment mal, wo bin ich denn hier? Himmelsrand, verschaffe die Hintertür zu Trevers Wacht. Ja, da will ich ja hin. Aber irgendwie sind noch viel, viel mehr Sachen. Öffne das Tor zur Trevers Wacht über den Hebel. Hab ich doch gemacht. Also ich soll eigentlich nur hier wieder hin jetzt. Also war es jetzt falsch, doch hier zurückzugehen. Ich muss doch hier hin. Ich habe das ja schon geöffnet, diesen Hebel. So. Oh, dagegen gelaufen. Hier war nichts. Man wird auch ein bisschen blöder, wenn man die ganze Zeit hier diese Gänge lang läuft und hier immer guckt. So. Und hier ist nichts, da ist nichts. Hier ging es nicht weiter. Hier ist nichts, da ist nichts. So, hier ist der große Raum gewesen. Jo. Okay. In diesem großen Raum gab es doch keine weitere Tür, oder habe ich die übersehen? Hier ist keine Tür, da ist keine Tür, da ist keine Tür. Hopp. So, hier links. Alles versperrt. Hier kann ich auch nirgendwo rüber gucken. Alles okay. Dann kommen wir wieder in diese Küche. So. Ach, scheiße. Hier hinten ist eine Tür. Dumm. Jo. Ein Geldbeutel. Ah, gerade gesehen die Falle. Danke. Auch immer wieder Gewicht, das darf man nicht vergessen. Daraus kann ich auf jeden Fall was bauen. Okay, hier geht's dann alles noch viel weiter hoch hier. Ich schieße einfach raus. So. Hab euch. Gold, Dietrich, Streitachs, brauche ich nicht. Ach, so viel Geld, so wenig Zeit. Wissen. Wie gesagt, es ist gerade echt anstrengend für meine Augen. Das nervt so ein bisschen. Warum weiß ich auch nicht. Gold, Amethyst. Also wenn ich immer wieder so mache mit den Augen, nicht wundern. Den hatte ich untersucht. Ah, da ist er noch. Was habe ich ihn gerade genommen? Da fallen lassen. Ach du Scheiße.
Himmelsrand. Dann bin ich ja schon gleich da. Will ich aber noch gar nicht. Ich werde jetzt noch gucken, ob ich irgendwas übersehen. Danke. Danke, liebe Jutta. Na, du hast das ausgelöst, Truller. Da gehen wir gleich hoch. Obwohl, mehr gibt's ja nicht, also gehen wir gleich hoch. Was? Lass mich nicht spielen. Ah, jetzt habe ich Probleme. Ich muss was essen. Das war jetzt zu viel. So. Waffe aufladen. Wieder aufzuladen, wähle als erstes die Waffe in deinem Inventar aus und drücke dann T. Wähle einen geführten Seelenstein aus, den du verwenden möchtest. Und drücke, deine Waffe wird wieder aufgeladen und der Seelenstein wird aufgeladen. Aber in deinem Inventar. Verdammt! Wisst ihr was? Ihr lauft los und ich steche euch in den Rücken. Ja. Ich werde euren Bauch aufreißen wie die Handtasche einer alten Frau. Na, ich kann es jetzt gar nicht erwarten, euer oh, Geld. Das fällt das gut. So, T. Nein, im Inventar. Waffe. Da. Und T drücken. Ist wieder aufgeladen. Alles gut. Das muss man sich nur merken. Okay, hier hat es gut gesplattert. Die bringt zwar Kohle. Gewicht geht auch noch. Dann kann ich sie ja mal verkaufen. So. Alter, der hat ja alles zugefrostet, ne? Wo ist denn... Das waren schon die drei. Ah, oh, wieder Bücher hier. Wo bist du? Bin immer noch da. Ihr müsst was für mich tun. Na schön. Was denn? Na, guck was mal hier. Was braucht ihr? Hier vorne sind Bücher, ne? Gut, verstanden. Pack mal alle ein. Gut, verstanden. So. Gut, verstanden. Jetzt nimm's doch mal. Gut, verstanden. Wie viel habe ich denn noch an Antraglas? Ach, das geht. So. Ich hoffe ja, dass ich mir bald ein Dings leisten kann. Ich habe schon 4000 Gold. Ein, Haus. Dann werde ich auch mein ganzes Inventarzeug endlich mal los. Oh, oh. Ein Blitz der Gesundheit und Magicka 8 Punkte Blitzschaden pro Sekunde. Keine Ahnung, ob das jetzt gut oder schlecht ist, aber ich brauche ja auch was zu hauen. So, was haben wir hier? Arcana verzaubern, was ist das denn? Um einen Gegenstand zu verzaubern, musst du die Verzauberung kennen und einen gefüllten Seelenstein für die Zauberung besitzen. Verzauberungen werden gelernt, indem verzauberte Gegenstände entzaubert und damit zerstört werden. Zauberung, wähle deinen Gegenstand zum Zerstören aus und dessen Verzauberung zu erlernen. Oder kombiniere einen Gegenstand, eine Verzauberung und einen Seelenstein, um einen magischen Gegenstand herzustellen. Mal raus hier.
Habe ich die eine Axt mitgenommen? Ja, habe ich. Okay. Mach ich mal diese komische Axt kaputt. Schon wieder diese blöden E-Mails. So. Entzaubern. Um seine Wirkung kennenzulernen. Ja. Okay. Ich habe... Bela, du hast den Blitzschaden Verzauberung erlernt, indem du den Gegenstand zerstört hast. So. Und jetzt könnte ich rein theoretisch, wenn ich das richtig verstanden habe, das war noch irgendwo anders drauf. Gegenstand verzaubern. Blitzschaden. Das Ziel erleidet 10 Punkte Blitzschaden und halb so viel Magic Schaden. Blitzschaden. Gegenstand. Nehmen wir mal den Elfenbogen. Seelenstein. So. Und jetzt herstellen. Gegenstand verzaubern. Kunst kommt von Können. Jetzt habe ich was verzaubert. Ist das richtig? Jetzt gehen wir mal hier weg. Oh, hört ihr das? Oder macht er nur so Blitz, oder? Macht er auch. Doch, da unten geht Energie weg. Gut, ich habe irgendwas verzaubert. Muss man da mal testen. Verzauberung verbessert. War jetzt auch nur ein Test. So. Tornista. Tanz der Teufel. Das hat wieder keinen Wert. So. Okidoki. Dann würde ich sagen, gehen wir mal hier hoch. Himmelsrand öffnen. Oh, mein Auge. Manchmal ist es so hart, da kommen auf einmal so viele. So. So, hier bin ich doch richtig. Aber wo komme ich denn hier runter? Ach Mensch, scheiße, ich Idiot. Das war jetzt nur gerade... Pass auf. Ich bin ja den Turm hochgegangen, innen drinne. So. Ich würde jetzt gerne mal jemanden erschießen mit meinem Blitzbogen und gucken, ob das was bringt. Nee, war richtig, hier lang. Ja, sie hat wieder alles ausgelöst. Habt das gerade gehört? Dum, 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 dum. So eine Trulle, ey. Alter. Triff dich mit dem Typen. So. Staleo! Oh, glaubt er nicht auch, das ist wunderbar? So. Ja? Ihr braucht etwas? Die Festung gehört euch. Danke für eure Hilfe. Habt ihr dort drinnen meine Familie gesehen? Aber das wollt ihr nicht wissen. Hoffentlich konnten sie sich in Sicherheit bringen. Ich besorge schnell Nachschub und beginne dann mit der Suche. Wie auch immer, hier ist eure Belohnung. Danke nochmals. Ja. Zauberbuch, Leben in... Okay. Ja, bitte? Hast du noch was? Ja. Kann ich was verkaufen? Ich habe so viele Sachen in deiner Festung. Ja. Ja, bitte? Ja. Kann mir nicht helfen. Konnte man hier auch was verkaufen? Weiß ich gerade gar nicht. Mal gucken. Dann kann ich jetzt aber wieder hin und her reisen. Und dann hau ich erstmal weg.
So. Ihr habt Verbrechen gegen Himmelsrand und seine Einwohner begangen. Habt ihr etwas zu eurer Verteidigung zu sagen? Ja. Ihr seid wohl doch klüger, als ihr aussieht. Weil ich diese Alte da oben an der Mühle. Entschuldigung. Ach. Ich werde ein Vampir. Ach du Scheiße. Hallo? Alles versucht. Ich werde ein Vampir. Da, nee. Da, Entschuldigung. Mehr Magicka. Alter, ich werde ein Vampir. Und ich weiß gar nicht, wie das passiert ist. Was mache ich denn jetzt mal? Schießkunst, kann ich denn da jetzt was machen? Nee, das war Level 40. Hier oben auch nicht, ne? Er fordert 30. Hier fehlt irgendwie, dass man sieht. Doch, 25. Kannst du ja immer sehen. Ich werde ein Vampir. Ich komme gerade gar nicht darauf klar. Wann komme ich denn hier raus? Oh, hier. Schlafen gehen, ne? Ich habe überall wunderbar kleben. Ich werde ein Vampir. Ich weiß nicht wieso, aber ich werde gerade ein Vampir. Wald im Sonnenlicht. Die Vampirkräfte nehmen zu, weil du Hunger hast. Vampirverführung hinzugefügt. Wo bin ich denn hier? Ey, ich hab mir Zeit gespart. Du glaubst es nicht. Ich hab mir Zeit gespart. Ich wurde hier ins Gefängnis gebracht. Alter, ich zieh mir einfach Knoblauch rein. Ich will kein Vampir werden. Vampire sind voll scheiße. Verschiedenes. In den ungewöhnlichen Edelstein. Also. Ich bin jetzt in voll der fetten Stadt. Das ärgert mich jetzt ein bisschen, dass ich hier nicht hergelaufen bin. Sondern, dass ich hierher gebracht wurde. Aber, Alter, da habe ich jetzt... Ich eure ständigen Ausflüchte satt. Als ihr euch das Geld geliehen habt, wolltet ihr es rechtzeitig und mit dem Doppelten der üblichen Gebühr zurückzahlen. Das weiß ich. Aber woher hätte ich wissen sollen, dass die Lieferung gestohlen werden würde? Ach, interessiert mich nicht. Rosa und eure Pläne nächstens nicht so heraus. Mit dir muss ich reden. Ich kenne euch nicht. Sucht ihr hier in Rifthorn nach Ärger? Nein. Ich bin auf der Durchreise. Ja? Dann hört mal zu. Es gibt hier nichts zu sehen. Das Letzte, was die Schwarzdorn-Familie braucht, ist ein Fremder, der seine Nase in Dinge steckt, die ihn nichts angehen. Ja. Wer sind die Schwarzdorn? Die Schwarzdorn-Familie hat in Rifthorn das Sagen und genießt den Schutz der Diebesgilde. Haltet also eure Nase aus ihren Angelegenheiten heraus. Ich bin Maul. Ich beobachte die Straßen für sie. Das ist cool. Für Informationen bin ich der richtige Mann.
Das kostet euch was. Ist der hier sauber? Ungewöhnlicher Edelstein. Schmutz, ja. Ich bin auch nicht gerade sauber, überreden. Hier, was könntet ihr sagen? Mal gucken. Dann seid ihr noch dümmer, als ihr aussieht. Ihr solltet gut auf euch aufpassen. Schmutz, ja. Hey, du sollst ihn identifizieren. Ich habe keine Zeit für euch. Ach komm, sei nicht so. Sei nicht so. Sei nicht so. Ich habe keine Zeit für... Oh. Mach mal das. Verschwindet. Hallo? Laden. Du bist ein Penner. Oder hat er... Ja. Ah, so eine Scheiße. Was ist das mit den Vampirkräften? Das verstehe ich gerade nicht. Das verstehe ich wirklich nicht. Ich will kein Vampir werden. Ich rate euch, dem Gerede der Gesichtsformerin in der zersplitterten Flasche kein Gehör zu schenken. Ja, bla bla bla. Willkommen in Rifton, Heimat der Diebesgilde. So hätten sie es zumindest gern. Ja, mit dir will ich gar nicht reden. Ich will nur den Edelstein. Edelstein prüfen. Allmählich habe ich eure ständigen Ausflüchte satt. So, mit dir will ich reden. Ich kenne euch nicht. Sucht ihr hier in Rifton nach Ärger? Das ist die falsche Antwort. Das Letzte, was die Schwarzdorn-Familie braucht, ist ein Störenfried, der hier... Die Schwarzdorn-Familie... Ich? Ich bin Maul. Ich beobachte die Straßen für sie. Für Informationen. So einen bekommt man nur, indem man ihn stiehlt. Ihr werdet wohl besser hier reinpassen, als ich gedacht habe. Also, was wollt ihr wissen? Sehe ich etwa aus wie ein Händler? Das müsst ihr mit Vex in der Diebesgilde besprechen. Wenn ihr euch gut mit ihnen stellt, werdet ihr sie finden. Okay. Kein Zacken aus der Krone. Habt ihr Neuigkeiten über die dunkle Bruderschaft? Erzählt mir über die Schwarzdorns. Könnt ihr mir etwas über die Diebesgilde erzählen? Macht ihr Witze? Mein Bruder Heuler arbeitet in ihrem Versteck. Ich war selbst mal dabei, hab dann aber bei Maven angefangen, nachdem es mit der Gilde bergab ging. Wenn ihr mitmachen wollt, sprecht mit Brynjolf auf dem Marktplatz. Jemanden wie euch könnte er sicherlich gebrauchen. Mhm. Erzählt mir von den Schwarzdorns. Wir haben Maven, die im Großen und Ganzen für die Operation verantwortlich ist. Sie hat Freunde in hohen Positionen, wenn ihr wisst, was ich meine. Nein. Außerdem hat sie Verbindungen zur dunklen Bruderschaft und zur Diebesgilde. Ihr kann also niemand etwas anhaben. Mhm. Denkt daran, wenn sie euch einen Auftrag erteilt, macht lieber genau das, was sie sagt. Gut. Ich habe nur das Gerücht gehört, dass ein Junge namens Aventus Aretino in Windhelm versucht hätte, die dunkle Bruderschaft zu kontaktieren. Er hat hier in Rifton im Waisenhaus auf der anderen Seite der Stadt gelebt, ist dann aber wohl weggelaufen. Man kann es ihm nicht verübeln. So. Mehr haben wir gerade nicht an Infos. Wir sehen... Hey, ihr. Kommt her. Ich will mit euch reden. Was willst du denn? Was wollt ihr? Wir sehen... So. Keine Ahnung, was mit diesem Vampirkram ist. Keine Ahnung, was jetzt mit meinem... mit diesem Edelstein auf sich hat. Was es mit der Diebesgilde auf sich hat. Ich weiß gerade überhaupt nichts. Kann es sein, weil ich diese Vampire nachts angegriffen habe? Die mich gebissen haben oder so? Ich habe keine Ahnung, was hier gerade abgeht. All das und noch viel mehr seht ihr im nächsten Video. Also haut rein und bis dann. Ciao, ciao.